Tabi hatte gestern Geburtstag und das sind meine zwei Hauptgeschenke. Ihr könnt selber sehen, was es ist. Ratet, wohin es geht. Schreibt es in die Kommentare, wenn es da nicht schon drauf steht. Nee, steht es nicht. Und ein Tefal Opti-Grill. Ey, Leute, ich freue mich richtig und ich habe mich auch richtig gefreut gestern. Nochmals an alle vielen, 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 vielen Dank. Also das hätte ich niemals erwartet. Meine neue Errungenschaft. Ich bin jetzt auch Team Sexy Leggings. Kann man machen? Die Beinchen? Oder muss da noch ein bisschen Masse drauf? Selber kann man das immer so scheiße einschätzen. Und zwar habe ich mir Nike Pro Combat Sexy Leggings geholt. Die Puschen sind das Highlight. Das sind meine neuen Squat-Schuhe. Super günstig geschossen wieder. Den gleichen Spaß auch nochmal hier in Schwarz. Beides zusammen nur 30 Euro pro Stück quasi. Beziehungsweise eins war etwas teuer, zusammen 59 Euro im Nike Store. Richtig geil, oder? Hyper warm, das heißt, sie sind dicker als die herkömmlichen und halten richtig geil warm. Ich bin gespannt und freue mich jetzt schon auf den nächsten Beintag. So Leute, aber nochmal offiziell herzlich willkommen zurück und danke, dass ihr eingeschaltet habt in einem weiteren Bulk-Vlog von mir. Und zwar Nummer 22. In der Küche sieht es volles Chaos, denn ich hatte gestern Geburtstag. Und ja, wir haben hier ein bisschen gefeiert, FIFA gespielt. Ihr habt gesehen, meine Hauptgeschenke, die ich bekommen habe, über die ich mich extrem gefreut habe. Und ihr wisst, was das Flugticket heißt. Das heißt, dass ich bald jemanden schön, ganz, ganz, ganz bald wiedersehe. Ich freue mich echt wie ein kleines Kind an Weihnachten. wir haben nochmal ganz kurz, Zwischenzeit, es war eine geile Feier gestern. Wir haben gestern noch was Schönes hier verpackt. Und zwar ein Paket, das geht an einen Follower, einen treuen Follower von uns. Ja, der kann gespannt sein, denn ich weiß gar nicht, ich bin noch ein bisschen zerstört und ein bisschen überwältigt. Der einen Shaker bekommt. Ein Shaker mit ganz vielen Unterschriften. Kannst dich freuen, geht heute raus. Ich weiß nicht, ob ich heute das Video sogar schon hochlade, dann siehst du es vielleicht. Wie gesagt, ich bin jetzt nochmal am Futtern. Meine tägliche Mahlzeiten, wie man die eigentlich kennt. Kurz gecaked, ein bisschen getrickst heute. Da sind nochmal ein paar Hafercrunchies drin. Meine Supplements, YouTube. Beziehungsweise Netflix nochmal reinziehen und dann geht es auch schon ins Training. Das ist ein bisschen der Zwischenstand. Das ist ein bisschen alles, mein Gesabbel ist ein bisschen durcheinander gekommen. Ich merke es selber gerade. Aber ja, ich bin noch ein bisschen verplant, muss ich zugeben. Vielleicht teste ich auch heute den Opti-Grill. Pack den auf jeden Fall heute aus vor der Kamera. Zeige euch den. Er ist obergeil. Ich habe den seit 2 Jahren auf meiner Wunschliste und jetzt habe ich den von, sage ich mal, Freunden bekommen, die ich doch echt erst seit kurzem kenne, also größtenteils. Und ja, das hat mich echt extrem umgehauen. Das hat mich echt umgehauen. Ich habe nicht damit gerechnet, vor allem nicht mit dem Flugticket. Und mir wird schon wieder ganz warm. Also Leute, dranbleiben und dann geht es gleich ins Gym.
Training ist durch, meine Freunde. Und ja, ihr habt gesehen, ich habe nochmal ein paar Freunde von mir getroffen. Hab ein bisschen mit dem Wally trainiert. Der Sascha war da, den habe ich aber jetzt noch nicht aufgenommen. Der Luca war wie immer da. Oh, ich muss jetzt kurz aufpassen. Bam! Und und jetzt geht's mit dem Walid zum Essen. Also wir fahren gemeinsam was essen. Er ist jetzt gerade hinter mir im Wagen. Ah, da ist er. Und ja, wo fahren wir hin? Das bleibt vorerst ein Geheimnis. Es ist was Neues. Damit will ich immer die gleichen Scheiße essen. Also seid gespannt. Und ja, später fahre ich dann nochmal nach Hause, unbox nochmal meinen neuen Grill, meinen neuen Opti-Grill, der ja das Fleisch quasi selber, also selber die Garzeit, beziehungsweise wie nennt man das? Garzeit bei Fleisch? Bei Filet zum Beispiel, also bei Steaks oder halt ob Medium, Rare, beziehungsweise Medium Well. Das kann er halt selber bestimmen, aber das zeige ich euch nochmal anschließend, nachdem ich essen war, zum Training nochmal. Das Training war in Ordnung, war super, ich habe ein super Feeling gehabt. Wie ihr gesehen habt, habe ich so dieses T-Bar-Rudern quasi ein bisschen alternativ zugemacht zu dem, was ich sonst mache, die Reverse Butterflies, weil alle Kabelzüge besetzt sind. Ich mag das halt nicht dann unbedingt zu warten und viel zu fragen und dann haue ich mir einfach eine neue Übung rein. Es gibt so viele Alternativen und ich sag mal, wenn man ja in der Branche sogar tätig ist, dann fällt einem eigentlich immer eine Übung ein, die man alternativ einbauen kann bzw. einsetzen kann in dem Moment. Das war bei mir halt das Langhantel-Rudern quasi im ja, zur Brust hin, damit ich mehr quasi den oberen Rücken treffe, den Trapeziusbereich und die hintere Schulter. Habe am Ende halt nochmal das Nackenheben gemacht, beziehungsweise das Reverse-Nackenheben, also nach hinten hochziehen, was ich euch jetzt schon ein paar Mal gezeigt habe, was Eugen auch sehr gern macht. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr geile Übung, kann ich euch allen empfehlen. Das ist aber sehr wichtig, auch bei der Übung nochmal, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, dass die Brustwirbelsäule gerade bleibt. Das sieht bei mir meistens nicht so aus. Ich probiere aber wirklich die Brustwirbelsäule hier stabil zu halten, Bauch anzuspannen und nur die Muskulatur, also den Latt nach außen zu schieben und dann zusammenzuschieben und hochzuziehen. Das halt quasi alles in einer Bewegung. Beugt ihr nämlich nicht die Brustwirbelsäule, ist es halt für die Wirbelsäule im Allgemeinen sehr unangenehm und ihr zieht immer mehr aus der Wirbelsäule heraus und ja, früher oder später könnte es dann im schlimmsten Fall ja zu einem Bandscheibenvorfall kommen. Üblicherweise kommt der eigentlich immer nur üblicherweise im, sag ich mal, im Lendenbereich, unteren, sag ich mal, Bauchregion, hinten beziehungsweise Lendenwirbelsäule. Es gibt aber sogar Leute, die in der Halswirbelsäule einen Bandscheibenvorfall hatten. Habe ich bis vor dem, wie ich, was anderes beruflich gemacht habe, habe ich das noch nie erlebt. Erst, sage ich mal, in dieser Fitnessbranche habe ich mitbekommen, dass es echt auch Leute gibt, die im Hals einen Bandscheibenvorfall haben. Stelle ich mir extrem schmerzhaft vor. Habe ich mich im Nachhinein dann nochmal mit befasst, damit ich auch diese Art von Kunden ja bedienen kann und richtig bedienen kann, weil ich mir habe keinen Bock, den irgendeinen Bullshit zu erzählen, das zu verschlimmern. Das kann ich und will ich nicht verantworten. Und vor allem als Personal Trainer hat man da zwar Versicherung für solche Dinge, aber ja, der Gedanke einfach, jemanden zu schaden durch Nichtwissen, finde ich einfach, ja, finde ich nicht in Ordnung. Ja, wie auch immer, es geht jetzt zum Essen und dann schalte ich gleich nochmal rein. Was meint ihr, wo wir uns aufhalten? Das ist kein Geheimnis mehr, oder? Was soll man sagen? Schon schnell. Nu Saigon, unser drittes Zuhause. Wir werden hier aber leider nicht geliebt, scheinbar. Ja. Irgendwie mag man uns nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Weder unfreundlich oder sonst was. Auf jeden Fall haben wir uns das gleiche Gericht bestellt. Walid hat es mir empfohlen. Das ist eigentlich Hühnerfleisch mit Gemüse, irgendeiner
Sojasauce, dreimal Reis für mich. Walid genau das gleiche. Walid hat aber noch Bambus und Sellerie. Genau. Ich stehe da nicht so drauf, weil allein schon in der Sellerie auch Farbstoff drin ist. Wie in diesem Teller. Ja. Hast du noch was zu sagen? Guten Appetit, ne? Ja, genau. Wünschen wir uns gegenseitig guten Appetit. Und Abendessen ist vorbereitet. Ich weiß nicht, die Mucke zu laut, zu leise. Mal kurz leise. So, wie ihr sehen könnt, habe ich mir Sushi bestellt, denn ja, irgendwie bin ich heute nicht so motiviert, was zu machen. Ich zeige euch mal, was es ist genau, wenn ich das mal irgendwann aufkriege hier, oder auch nicht mit einer Hand. Ach, wartet mal. So. Sparsam verpackt. Sojasauce. My favorite. So, bei Sushi, sieht man hier, Sushi Factory in Hamburg, White Lounge. Sehr, ja, sehr zu empfehlen für Leute, die ja, hier zu Besuch kommen. White Lounge in Barmbek. Ich glaube, die haben mehrere Stationen. Und zwar Sushi, da ich kein Fisch esse, sehr viel mit Chicken. Eigentlich fast alle Chicken. Wir haben hier Chicken und... Nee, das ist nicht Chicken, oder? Doch. Nee, Garnelen, Chicken und Chicken. Jo, so sieht mein Abendessen aus. Das reicht definitiv nicht für mich. Also Sushi ist und bleibt für Muschis. Es tut mir leid, aber welcher Mann soll davon satt werden? Von Sushi? 25 Euro hat das gekostet. Knapp 25. Ich habe das Gefühl, als ob ich einen Nachtisch gegessen habe. Auf jeden Fall ziehe ich mir jetzt nochmal Rührei rein. Ich habe doch keinen Bock, Whey zu trinken. Ich möchte das doch lieber probieren, ein bisschen auf die natürliche Weise. Ziehe mir trotzdem Instant Oats nochmal im Endeffekt rein. Habe mir hier einen normalen Misch, drei Eier mit Hafermehl und einer dieser Packung. Eine Zwiebel. Das Ganze immer schön ein bisschen cross knusprig angebraten und als Nachtisch gibt es dann nochmal zwei Bananen, denn Bananen habe ich heute gar nicht gegessen und mein Magnesium Kaliumhaushalt sollte hier optimal trotzdem abgedeckt sein, vor allem weil ich heute beim Sport war. Und dann ziehe ich mir nochmal 100 Gramm Instant Oats rein als Getränk quasi. Und ja, das war's dann. Es sah schon mal besser aus, aber es ist vollbracht. Und somit auch dieser Vlog, denn beim... Oh, mein Tiefkühler ist auf. Denn beim Instant Oats trinken, ja, lasse ich euch nicht zugucken. Das ist streng geheim. Und dann, ja, schalte ich wieder ein im nächsten Vlog. Beziehungsweise schaltet ihr wieder ein, wenn euch das Video gefallen hat, im nächsten Vlog. Nummer 23, wenn es wieder heißt, futtern, Training, Freunde und ganz viel Essen. Bis bald.